Bildpinsel können nun am Anfang und am Ende Bereiche definieren, die nicht skaliert werden. Wozu das nützlich ist und wie Sie diese Funktion einsetzen, lernen Sie in diesem Video. Jetzt kommt was Gutes Neues. Ich zeige es erstmal an einem sinnlosen, aber demonstrativen oder deutlichen Beispiel. Ich mache mir einfach aus meinem Katzenvermessung hier ein Bildpinsel. Bildpinsel sind jetzt diese Pinsel, die... Oder davon muss ich erst mein Dings umwandeln. Vergesse ich immer. Ich benutze selten Text als Pinsel. Bildpinsel. Das sind ja die Bildpinsel, die entlang eines Pfades verzerrt werden. Das heißt, wenn ich jetzt einen Pfad habe und ich setze da den drauf, dann sieht mein Katzenvermessung so aus. Es wird einfach entlang des Pfades verzerrt. Wenn ich jetzt möchte, dass Katze nicht verzerrt wird, dann kann ich sagen, zwischen Hilfslinie einpassen. Dann sage ich einfach, Katze soll nicht verzerrt werden. Ich könnte auch sagen, das G am Ende wird nicht verzerrt. Das wird damit auch eine relativ einfache Möglichkeit, zum Beispiel seine eigenen Pfeilspitzen zu machen. Sie sehen jetzt, was passiert. Katze wird nicht in die Länge gezogen, das G wird nicht in die Länge gezogen, etc. Ich glaube, der Klassiker ist unter Dekorativbanner und Siegel, wenn wir mal einen Strich nehmen und sagen, ich möchte da ein Banner drauflegen oder etwas geraderes Banner. Ja, sowas ist fein. Denn es ist ja so, dass die Spitze und die Spitze soll bitteschön nicht verzerrt werden. Der ist mit Sicherheit auch schon entsprechend eingerichtet. Sehen, also dieser Bereich wird nicht verzerrt. Und alles, was dazwischen liegt, wo ja sowieso nichts passiert, das kann gerne verzerrt werden. Das heißt, wenn diese Linie jetzt länger wird, dann ist einfach der Platz für den Namen länger. So soll es sein. Und das Beispiel, was ich mir überlegt hatte, ein bisschen abgefahren, durchaus legal sozusagen, ist zu sagen, wir nehmen hier unsere Feder und machen daraus einen Bildpinsel. Das müsste ich eigentlich einfach so zusammenfügen können. Ja, und hier sehen Sie zwar jetzt eine komische Gärungsgrenze drin, aber das sei mir egal. Gut, also daraus mache ich mir einen neuen Pinsel, einen Bildpinsel. Einer, der von oben nach unten zieht, das soll soweit gut sein. Und ich möchte ganz gerne zwischen den Hilfslinien anpassen. Also zwischen hier und zwischen da wird nicht verzerrt. Okay, was ich jetzt nur noch machen muss, ist... Ein Strich an den Katzenschwanz, dann sage ich, das ist eine Feder. Und sobald ich da ein Gewicht dranhänge, wird das Gewicht natürlich die Feder nach unten ziehen. Und dann sieht er so aus. Wenn er noch größeres Gewicht ist, dann sieht er halt so aus. Okay? Die Feder eigentlich nur, um zu zeigen, dass all diese Funktionen, der Sinn und die Nützlichkeit von all diesen Funktionen hängt eigentlich nur davon ab, was für abgefahrene Sachen sie machen. Und alles ist in den erstaunlichsten Kontexten sinnvoll.